Dienstag letzte Woche habe ich das letzte Mal geschlafen. Dann ist das also heute der 7. Tag. 7 Nächte, die ich völlig wach und ohne ein einziges Mal zu schlafen in diesem Zimmer verbracht habe. Ich erinnere mich gar nicht mehr, was Schlaf ist. Ich weiß nur, dass er mir Zeit raubt. Zeit, der ich irgendwann nachweinen werde. Wie ein Verdurstender dem letzten Tropfen Wasser in seiner Kehle. Weder weiß ich, wo ich bin, noch warum ich überhaupt hier bin. Ich merke nur, dass es keine Tageszeit mehr gibt. Und wenn die Sonne willkürlich über den Himmel springt, dann nur, um mich zu foltern. Nur eines bewahrt mich noch davor, mich ins Nichts zu stürzen. Die Prophezeiung. Habe ich aufgehört. Das spielt jetzt keine Rolle mehr. Ich hasse alles in dieser Fabrik. Besonders den Klang meiner Stimme. Sogar den Weg aus dieser Welt. Nur die Furcht, mich dem Sturm zu stellen, ist zu groß. Man riskiert dabei sein Leben, wie bei einem wilden Tanz mit dem Totengott in der Dämmerung. Kein beziehungsloses Etwas. Der Sturm bist du selbst. Das musst du versuchen, einen Fuß vor den anderen zu setzen und den Raum zu durchqueren. Aber glaub nicht, es wird leicht. Aufmerksamkeit wird er dich wie ein Ringer den anderen auf den Boden werfen und dir den giftigen Staub in geballter Ladung in deine Lungen pressen, bis der alles zersetzt hat und du ein Teil von ihm bist. Hör auf, alles zu hinterfragen. Du musst anfangen zu glauben. Ja, glauben. An was auch immer.
Der auf dich wartet? Jemand, der dich vermisst? Ich will mich nicht, wie du, ewig vor dem Ritual fürchten. Glaubst du, dass schon wird vor solchen wie dir Halt machen? Wird hier wie jeden anderen auch seine Kraft beweisen. Warum auch nicht? Immerhin ist er ja gerecht.